Schwierigkeitsgrad, Explorer, Balanced, Champion, Nightmare. Ich glaube, letztes Mal hatten wir Champion, ne? Ich glaube, wir machen jetzt im zweiten Playthrough eher Balanced. So, finalisieren. Das hohe C. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known. Until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding. And full of terror's nascent realm walker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Wird vorbereitet. Da war er wieder, unser Freund Puck. Das Intro haben wir gesehen. Warten auf Server. Genau, wir müssen neu starten. Es kam ein großes Update raus, Release 05. Alle Fortschritte wurden zurückgesetzt. Läuft jetzt als Realms Rebuild. Ganz viele Änderungen. Und ja, fangen wir jetzt einfach mal gleich von neuem an. Bin sehr gespannt drauf. Das Intro war jetzt, glaube ich, das gleiche. Sobald ich mich an den ersten Durchlauf erinnere, war das genauso. Genau. Wir haben diesmal die Schwierigkeit ein bisschen runtergesetzt. Der erste Durchlauf war doch schon mit viel Sterben verbunden. Diesmal will ich einen etwas entspannteren Durchlauf machen. Von daher eine Stufe niedriger. Und wir gehen mal rein. Ach ja, da sind wir. Haben wir hier schon irgendwas? Let my words steer your steps. Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. 3. November 1889, Sambungan. Paris ist verloren. Jegliche Kommunikation mit der Stadt ist abgebrochen. Das letzte erhaltene Schreiben aus der Stadt handelte davon, dass angeblich eine Substanz aus dem Pariser Transportal gedrungen wäre. Seitdem nur noch Stille. Unsere Arbeit wird im Schatten dieser Neuigkeiten fortgesetzt, das Portal allgegenwärtig, während wir die aus den Welten zurückgebrachten Artefakte studieren. Doch die Ungewissheit nagt an uns und wir achten wachsam auf alle Widrigkeiten. Sita brach erst vor wenigen Tagen durch das Portal zu einer Expedition auf. Mit etwas Glück ist sie sicher und wohlbehalten in Nightingale City angekommen. Sie sollte bald zurückkehren, doch ob per Boot oder per Portal,
Ich weiß es nicht mehr. Ich sorge mich um sie. Taten wir schlecht daran, den Portalen und den Welten zu vertrauen? Fürs Erste können wir nur abwarten. Oh, schick. Oh, kann man einsammeln, die Axt. Sehr gut. Eine Ameise. Okay, wir können hier nichts zerschlagen, offenbar. Wie war das denn? Wir müssen hier irgendwo den Portalgenerator wieder in Schwung bringen, ne? Der Anfang hat sich... Achso, wir müssen wahrscheinlich... da. Die Truhe machen wir so auf. Nehmen wir alles mit. War das nicht die Erdpaste? Oder ist das... Hallo, stopp! Macht ein bisschen Dampf, aber ich will zumindest einmal kurz gucken, ob wir hier irgendwas vielleicht noch bekommen hätten. Jetzt auf dem Weg nicht gesehen haben. Sieht nicht so aus. Da vorne wartet er auf uns. Hallo Puck. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Oh, under this mask, you wonder. I am Puck. Robin to some, Oberon's merry wanderer of the night. The last furtive fey to grace your kind. Now, take this blood-stained card that you might travel swiftly to the realm of abeyance. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Dann geben wir ihm doch die Hände. Omosit inkunul ome. We're not worthy! Partnerships with We Fae afford many wonders yet unseen. Hurry yonder toward Portal and Apparatus, so you, bare child of Earth, might abscond this nightmare. Olli, wunderschönen guten Abend dir und vielen lieben Dank für, jetzt sind sie voll, die 36, 3 Jahre Prime, hier bei mir im Channel. Ganz, ganz lieben Dank dir für den Support. Wie geht's dir, mein Lieber? So, Quest angenommen, Flucht aus dem Albtraum. Oh, das hier ist neu, die Portale. Da, hier stand doch so eine Portalmaschine. Was haben sie geändert? Dann ab in die Schwebewelt. Wir öffnen mal das Portal. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Oh. Okay. Realmwalker.
Your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Okay, da sind wir in der Schwebewelt. Puck wartet schon auf uns. Muss mal ganz kurz hier pausieren, geht gleich weiter. Gut, wir machen mal weiter hier. Da ist Puck. Mal schauen, was er zu sagen hat. Schöne Lichtverhältnisse hier wieder mal. Count thyself among the fortunate few who managed to flee the foul pale. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so, and struck by woe, begs the question, wilt thou be a survivor? Natürlich. Find your bearings and acquaint yourself with this realm. Long has it been left in limbo, not unlike you. Though this dismal landscape bears few reminders of its esteemed past, it need not remain so. One final card I give to thee. Play it yonder, at the center of this ancient crossway, and lift the veil of darkness to usher in a new dawn. Ja, wir haben noch eine Karte von ihm bekommen. Kleine Weltenkarten können an weltlichen Transmutern angebracht werden, das kann ich auch schon. Karte der Säuberung. Olli, danke dir für 20 Bits und einen Herzinfarkt komplett for free. Sehr gnädig von dir. So, wo soll ich denn? Nutzen Sie den weltlichen Transmuter, um die kleine Karte. Achso, die soll ich hier reinlegen. Im Prinzip ist das noch Intro hier. Der Himmel ist erzürnt, auch so, das wird dadurch gesäubert, okay. Dann wird sich jetzt gleich hier ein bisschen was ändern. Na, Puck. Bist du zufrieden? Now that has made a difference. Quite the mechanism indeed. But you needn't fret over the lofty particulars just yet. More immediate concerns are at hand. The realm you've now cleansed was once the center of the Empyrean network. Long ago, it allowed lesser fae and fleshlings to travel the wilds with ease and accuracy. Though the path onward is presently dormant, it did not meet the same ruinous fate as your human-made network. There is yet a way to reignite these portals. And, once thou hast proven thyself ready, I shall lead thee to it. One of my promised gifts should help your cause. A hermetic guidebook and pocket watch. Purloined off the corpse of a realm walker. Keep these like close companions as you steel yourself. There is much to do before thy survival is assured. Ja, alles klar, Olli. Ich wollte gerade noch, aber sage ich dann, wenn du wiederkommst. Okay, die Holzaxt haben wir. Finden Sie ein Jagdmesser, ein Bergmannspickel und Selbstentzündung. Was ist denn Selbstentzündung? Also wir haben jetzt... Oh, das ist neu hier, der Fortschritt, das Fortschrittsmenü. Handbuch. Wir gucken mal hier im Handbuch nach Selbstentzündung. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie scheiße übersetzt. Okay, wir sollen das Zeug finden. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo hin. Hier ist der Scheideweg, das Portal. Hier können wir die Weltenkarten spielen.
Geil. Ist das jetzt die... Die Karte kennen wir. Jagdmesser. Ach, guck mal hier. Jagdmesser, Bergmannspickel, Selbstentzündung. Wir müssen eigentlich nur hier dem Weg folgen. Gut zu wissen. Ein paar Heiltränke. Die Taste ist immer noch cool, dass ich sie auch schön versehentlich drücke mit meinen dicken Fingern. Hier was aktualisiert. Ja, die Welt sieht irgendwie ein bisschen... Ja, wobei... Also der Tempel hier ist, glaube ich, neu. Ja, das hat sich auch nicht geändert. Mit E können wir Sachen einsammeln. Hier haben wir das Jagdmesser. P. Achso, das können wir hier freischalten. Gegen Essenzen. Also die brauchen wir nach wie vor. Westatlas. Den kriegen wir mit J. Okay. Das kann ich mir nicht merken. J für Quests. Was ist das für eine blöde Tastenbelegung? So, da ist der nächste Gegenstand. Und was zu essen. Wenn ich, muss ich die finden, damit ich sie hier freischalten kann? Oder was will der mir? Achso, ich habe keine Ahnung. Okay. Werden wir uns sicher noch mit anfreunden mit dem neuen Menü. Ich würde gerne einmal... Habe ich nicht gerade was zu essen gefunden hier? Oder waren das die Fasern? Was habe ich denn gerade aufgenommen? Den Talisman, den kann man auch anwenden. Okay, das hatte ich im ersten Playthrough komplett ignoriert. Ich dachte, ich hätte hier ein Paket mit Essen genommen. Können wir hier irgendwo nochmal das Log angucken? Nee, ne? Und L vielleicht? Ne, F1, auch nicht. Ja. Drücken wir jetzt nicht alle Tasten. Ah, das hier ist geblieben. Mal schauen, ob wir da wieder Chef treffen. Selbstentzündung kann aus als Haupthandwerkszeug Verzauberung. Ach so, damit kann ich eine Waffe verzaubern. Wenn wir das jetzt schon, bleibt das so, dass wir Holzaxt und sowas einfach aufwerten? Wahrscheinlich. Packen wir das mal auf die Holzaxt, mit der werden wir erstmal. So, da haben wir jetzt Selbstentzündung drauf. Und wie nutzen wir das? Steinhaufen, Schlafsack, das Zelt aus Stöcken und die einfache Kopfstation können freigeschaltet werden. Okay. Wo? Da. Gerbstation? Nee. Den Steinhaufen können wir freischalten. Lernen kostenlos. Okay. Ah ja, Zelt aus Stöcken. Schlafsack. Anglerkorb kostet uns 5 Essenzen. Die hätten wir auch. Ansdruck. Was? Die Kochstation hat er uns gesagt, können wir noch freischalten. Ne? Wo ist die denn hier versteckt? Tools Closing da. Einfach Kochstation. Bobby Sipes. Das können wir noch nicht freischalten. Müssen wir. Stufe 2 werden oder was? Oder können wir das jetzt schon? Das hat ein Häkchen, ja, wir können schon. Das hier können wir dann lernen. Ah ja, okay. Das haben sie deutlich geändert. B ist das Baumenü, das können wir auch.
spielen. Wollen wir jetzt noch nicht, aber ja, okay, geht so. Okay, mit R können wir hier die Magik machen und dann, wie schießen wir sie jetzt ab? Linke Maustaste. Okay. Weiß ja nicht, ob uns das hier so viel bringt. Was hören wir denn hier die ganze Zeit? Okay, wir haben hier Siedlung, Quests. Das Tille da ist noch ein wertvoller Gegenstand, den wir uns holen sollten. Der hier ist mutig. Oh. WB, Olli. Und danke für nochmal 20 Bits. Kommt der nächste Schwung. Da war die Ausdauer alle. Einen Sprung gibt's, glaube ich, noch. Boah, vier davon. Oh, komm schon. Was war denn das für ein Hit? Unity be revived. Das fängt ja gut an. Ich hab's auf Mittel gestellt und sterbe. Großartig. Ja, Puck. No pearly gates for you just yet, my friend. Though this Zephyr would prefer to whisper over your bones, I have tasked it with your preservation. Should you perish, it will whisk you away and revive your spirit. Of course, the Zephyr is tasked only with rescuing you. The contract is very literal about that. Though I have asked it to try to preserve your modesty and what tools it can. However, the disquieting sensation of death will linger afterward. So tread warily. Danke, Puck. Geht ja gut los hier. Der erste Tod, noch gar nicht richtig angefangen. L
Vielleicht sollten wir die Zauber mehr nutzen. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht. Olli, was ich noch erwähnen wollte, jetzt wo du wieder da bist. Es gibt das Spiel gerade für 40% Preisreduktion bei Steam. Noch bis 26. Also bis Donnerstag. Könnte sich also lohnen, mal zuzugreifen hier. Entschuldigung. Ein bisschen Fleisch. Okay, dann gehen wir wieder darüber. Okay, wenn wir das Ding hier aufgeladen haben, sind wir super langsam. Sind die noch da, die Typen? Spielanleitung tot durch Gefahren, ja. Mh. Ich dachte, ich komme irgendwie hier zu der rekrutierbaren Person. Aber scheinbar noch nicht. Ne, scheinbar nicht. Scheinbar müssen wir hier erst die Kämpfe gewinnen. Der Regen. Ist ein bisschen unnötig, finde ich. Wie lange sollte es hier denn gehen, ey? Nehmen wir doch mal einen Heiltrank jetzt, ne? Oh, da ist noch einer. Ich glaube, wir müssen dieses Herd zerstören. Es ist nicht wie früher, dass man nur ein paar Wellen schaffen muss und dann geht's von alleine. Nehmen wir noch einen Heiltrank. Ja.
Das geht ja überraschend gut hier. Okay, also wir mussten das Herz hier zerstören und jetzt geht die Tür da auf, okay. Okay, ich sehe schon. Also das mit dem Zaubern ist auf jeden Fall gut. Lotti, hallo Lotti. Okay. Wir folgen. Okay, letztes Mal hatten wir Jeff, jetzt haben wir Lotti. Nice. Nochmal ein paar Essenzen. Außerdem sind wir jetzt im Trockenen. Ach, da unten laufen die jetzt rum. Sind die nicht hier draußen, die Händler? Und vielleicht muss ich erst mit ihnen reden. Gehen wir mal da runter. Okay, nichts Spannendes hier. Hier sind Essenzhändler. Hier sind ein paar Pilze. Oh, wir hätten auch Jasper hier rekrutieren können. Mit wem soll man denn sprechen? Wilhelmina Sasse und Graham Turner. Was kriegen wir denn hier? Einfacher Tragesack. Von dem Fortschrittsmenü. Wir können hier einiges schon kostenlos lernen. Wo ist der einfache Tragesack hier? Was hier jetzt noch fehlt, wäre so eine kleine Suche. Danke für den Lurk, Olli. Ach da. Nee. Jagderweiterung. Tools, Werkbank. Kletterpickel. Ah, hier geht es noch nach rechts weiter. Ah, den Schirm. Da kriegen wir den Schirm, die Wurfmesse. Wahrscheinlich hier. Ich hätte jetzt erwartet, dass er bei Kleidung ist. Einfache Karte, einfacher Sägeblock. Okay. Gut, dann sprechen wir mal mit Graham Turner. Er stöhnt leise. Jedes Mal, wenn ich einen Blick riskiere, kommt ein anderer um die Ecke. Wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich denken, dass ihr Erdentrottel hier unten ein Nest habt. Verzeihung, mein Herr, ich hatte nicht vor, in ihr Zuhause einzudringen. Verdammt nochmal, jetzt starren Sie mich doch nicht an wie ein getretener Hund. Verzeihen Sie den Mangel an Taktgefühl, ja. Ich habe in den letzten Wochen mehr Leute gesehen als in den letzten zwei Jahrzehnten zusammen. Die Wahrheit ist, ich beanspruche kein Finderrecht für diese Hütte. Von mir aus können Sie sie abreißen. Bald werde ich wieder in der Umarmung der Wildnis sein. Haben Sie mit einem Erdentrottel wie mir irgendwelches Wissen zu teilen? Nicht die Art, die Sie wollen, schätze ich. Ich habe eine Menge verrückte Typen gesehen, die einen Haufen Waffen bei sich trugen und ihr Ende fanden, ohne auch nur einen Hauch von Abenteuer zu erleben. Bevor sie sich auf die Jagd nach Ärger machen, sollten sie erst einmal die Grundlagen beherrschen.
Danke für jeden Rat, den Sie mir geben können. Haben Sie überhaupt schon mal eine ordentliche Mahlzeit gekocht? Nicht die überkandidelten Festessen bei Ihren Abendgesellschaften. Hier muss ausreichen, was Sie eben finden. Derselbe Fraß Tag ein Tag aus reicht, um satt zu werden. Wenn Sie aber eine Chance gegen die Bestien und Gebundenen haben wollen, brauchen Sie Vielfalt, um stärker zu werden. Nur zu. Dieses Rezept und mein Lagerfeuer stehen Ihnen zur Verfügung. Etwas warmes Essen wird Ihnen gut tun, bevor Sie sich auf den Weg machen. Ich schätze, es kann nicht schaden. Wenn Sie diese Art des Austauschs zur Gewohnheit werden soll, können wir uns auch richtig vorstellen. Mein Name ist Graham Turner. Ich wünsche Ihnen auf Ihren Reisen alles Gute, Wandler. Ich bin in der Nähe, falls Sie mich noch brauchen. Okay, ich soll also hier irgendwo was kochen. Wo ist denn seine Kochstation? Gebrauchsgegenstände, ja. Achso, jetzt habe ich einmal Pilze gegessen. Okay. Okay, scheinbar wollte er nur, dass ich was esse. Eine Kochstation gibt es hier keine. Nehmen wir hier alles mal noch mit. Und dann gucken wir mal, wo Wilhelmina Sasse ist. Die steht doch da hinten. Hier auch mal noch schnell ins Wasser und holen uns den Kram hier. Und dann gehen wir zu Wilhelmina. Ah, und hier ist der Essenzhändler. Die sind also jetzt hier unten. Haben Sie dem unaufhörlichen Lärm oben ein Ende bereitet? Ja, habe ich. Ich vermute, wir sind die einzigen guten Seelen in dieser Welt, aber Ihr Anblick ist eine äußerst wohltuende Überraschung. Aber wer sind Sie, abgesehen vom Retter unserer Bande? Sie sprechen mit einem außergewöhnlichen Weltenwandler. Oh, natürlich, das hätte ich gleich erkennen müssen. Wissen Sie, ich hatte gehofft, auf einen talentierten und weitgereisten Weltenwandler zu treffen. In letzter Zeit tummeln sich in den Welten viele neue Gesichter, die jede Menge tolle Geschichten zu erzählen haben. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf, wissen Sie? Wilhelmina Sasse, Kolumnistin der besten Zeitung von Nightingale, dem Sunday Courier. Überaus erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Also, wenn Sie materielle Dienste bedürfen, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können meine Gefährten hier Ihnen sicherlich weiterhelfen. Neue Kunden sind hier stets willkommen. Ja, dann... Damit kommen wir in der Story weiter. Haben Sie in der letzten Zeit irgendwelche Gerüchte gehört? Immer. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Ja, ich will ja nach Nightingale. Also kennen Sie jemanden, der mich nach Nightingale führen könnte? Vielleicht. Vielleicht, wie es scheint, treiben sich hier jede Menge Ihrer Weltenwandlergefährten herum und tauchen von Ihrem Nightingale-Hauptquartier aus in Welten ein, die so nah wie Silvans Wiege sind. Ich traf einen gewissen Aurelio Acevedo Ortega auf der Durchreise und damit ein Mann seines Alters in diesem Beruf überleben kann, muss er über ein gewisses Maß an Geschicklichkeit oder Glück verfügen. Natürlich hatte der Mann einen Dachschaden, Goldkrankheit. Sie hatte ihn und seine Begleiterin so verzückt, dass sie meine höflichsten Nachfragen einfach abtaten. Okay, das heißt, das ist jetzt die Quest. Das wäre erstmal alles. Okay. Die letzte Hoffnung der Menschheit. Essen Sie gebratene Beeren, essen Sie gemischte Pflanzen. Ah ja, okay, das können wir dann herstellen. So, wo ist die letzte Hoffnung der Menschheit? Establish a Base, das haben sie mal schön auf Englisch gelassen. Deaktivieren Sie das empyreanische Portal. Aha. Herzhaftes Mal, wertvolle Gegenstände finden, Beeruinen. Gut, ich glaube, hier unten sind wir durch. Wir haben jetzt hier unsere Lotti am Start. Den G-Turner haben wir. Wir können mal kurz beim Essenzhändler noch gucken, was der für uns hat. Ah, okay. Da kriegen wir jetzt das Rezept. Ne, das ist der Gegenstand. Das sind auch die Gegenstände, die haben wir ja aber. Da kriegen wir Ressourcen. Das hat sich nicht geändert im Prinzip. Wasserflasche. Nahrung. Ah ja, okay. Also der gibt halt jetzt, zumindest der hier gibt keine Rezepte mehr. Das ist schlimm. Mal
Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Aber wenn wir aber immer hier runter müssen, ist auf Dauer auch immer dann ein bisschen anstrengend vielleicht. Der Weg ist dann länger als früher. Keine Lichteffekte, wenn man hier im Dunkel kommt. So, okay, das hier haben wir erledigt. Siedlung nicht entdeckt. Ich war da überhaupt nicht. Dann gehen wir mal da hoch nach Norden. Machen die Bastille und den Ball hier. So, ich wollte mal eben gucken, hat sich da was, Einrichtung Betten, hat sich da was geändert, Stöcke und Pflanzenfaser, nee, das ist geblieben. Denn wenn der erste Tag zu Ende ist, müssen wir uns ja auch schlafen legen. Hat sich was geändert hier am Reparieren, was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir immer noch die Essenzen, also wir müssen immer noch Essenzen farmen, irgendwie auf unseren Wegen. Das heißt, das schadet nichts hier, immer mal unterwegs die Pflanzen abzuernten. Wir werden jetzt natürlich nicht direkt eine Base bauen. Das Bauen habe ich in der Vergangenheit ja tatsächlich auch oft auf Stream gemacht. Weil es ja nicht so spannend ist, dazu zu gucken. Ah, Lotti kommt mit. Hier folgen, hier arbeiten. Achso, ich kann sie wohl lassen. Was ist das hier? Kampf angreifen, erlaubt wiederbeleben Tränke. Ja, ja. Das will ich erstmal nicht. Reparieren darf sie, okay. Sind mehr Scheuviecher hier in der Schwebewelt, oder? Früher waren viele Wölfe und so. Haben wir jetzt noch gar keinen gesehen. Ist das hier das erste Ding? Ich könnte eigentlich mit der Bastille anfangen, wie es da drüben, ne? Ja, wieder Rehe. Brauchen wir keine Anleitung, wir müssen uns einfach die Reihenfolge dieser Pylonen merken. Wie sollen wir an den da oben dran kommen, ohne... Das ist auf jeden Fall der erste. Forgen wir. Der dritte ist hier irgendwo. Oben wahrscheinlich, ne? Gehen wir einmal hoch. Hätten uns vielleicht schon einen Kletterpickel holen sollen. Essenzen. 13 Stück. Okay. Das ist so super viel, aber naja. Wir wollen nicht meckern. Die Icons über der Lebensanzeige links unten sind auch neu. Diese Auswirkung eines Sturzes ausgeruht. So, was haben wir hier? Befall. Hier gibt es einen seltenen Gegenstand, ne?
Oh, Pfeil und Bogen. Oha. Besser. So, wo ist der Befall hier? Da drin. Oh, wo schieße ich denn hin? Wollte eigentlich auf dieses Herz hier schießen. Okay, damit müsste der Befall hier eigentlich erledigt sein. Hier gibt es nur Holz, kann Lottie mitnehmen, wenn sie Bock hat. Wir nehmen jetzt hier die Essenzen. Leise, Lottie. Danke. Irgendwo hier eine Kiste. Eigentlich hatten die Questinger doch immer irgendwie versteckte Kisten. Sehen wir hier aber nicht. Das da unten. Oh, wir sind. Ah, das ist überlastet. Okay, dann zeig mal dein Inventar. Hoffentlich immer noch so, dass die NPCs hier tragen können. Vor allem Holz. Kann ich das immer noch? Ah ne, das gibt keine Essenzen mehr. Ich kann das nicht mehr. Oder? Geht das noch? Untersuchen, ablegen. Nee, ich kann keine Essenzen mehr extrahieren zum Reparieren und so. Okay. Jetzt habe ich Q gedrückt. Jetzt muss ich was essen, oder wie? Das ist ja auch geil. Bin jetzt nicht mehr rausgekommen aus dem Menü. Finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Okay, die Bastille haben wir. Wir haben das da. Dann gehen wir nach Nordwesten. Das ist diese Richtung. Da gibt es noch einen Befall, den wir machen können. Da unten? Wahrscheinlich da unten. Okay, wahrscheinlich sind zum Essenzenfarmen jetzt viel mehr von den Dingern da unterwegs. Ne? Ich glaube, das hier ist einfach der Hintergrund davon. Aufgepasst. Lotti, wo bist du? Hilf mir. Da hat echt Schaden gekriegt.
Wo ist er? Das war ja einfach. Entschuldigung. Da drin wahrscheinlich, ne? Sind die Truhen, ja. Brauche ich schon Bauholz, richtiges. Und was ist das? Heilsalbe. Die könnten wir mal hier auf die neuen legen. Geht das nicht? Achso, wahrscheinlich, weil ich die Truhe hier noch aktiv habe. So nochmal. Wo ist die? Verbrauchsgegenstände. Ach, es hat ein eigenes Menü hier. Und wie kann ich das ablegen, untersuchen, zweimal ablegen. Aha. Ich hätte es doch einfach gerne hier auf die neuen gelegt. Geht nicht. Nicht dein Ernst, oder? Geht's nur auf Q? Ja, auf Q geht's. Na, okay. Gut, dann halt nicht. So, ich frage mich jetzt gerade tatsächlich, was sagt denn die Uhr? 17.59 Uhr, es wird bald dunkel werden. Hier ist die Siedlung. Hier ist noch ein wertvoller Gegenstand, den wir nicht entdeckt haben, oder was? Dann gehen wir da mal noch hin. Bin ich überladen? Nee. Vielleicht müssen wir dann doch für die Nacht schon eine kleine Unterkunft uns irgendwo hinstellen. Vielleicht erstmal einfach nur ein Zelt. Zelten, einen Schlafsack tut es ja erstmal, bevor wir einen Platz haben. Aber ich denke, es macht wieder Sinn, in der Nähe von den Questgebern zu vampieren. Wenn die da unten sind. Da habe ich echt irgendwo einen Gegenstand übersehen, oder was? Gehen wir nochmal. Oh, ich bin schon wieder überladen. Gotti! Bräuchte mal Tragehilfe hier. Danke. Da oben ist irgendwo ein wertvoller Gegenstand. Hat mir Puck noch was gegeben, weil ich gestorben bin und ich habe es nicht mitbekommen? Wahrscheinlich. Hier? Ah, hier ist eine Kiste. Mit einer Festmalkarte, leichter Ausdauertrank und Erz. Aber das ist nicht gemeint. Da hinten liegt noch was. So, ja, falsche Waffe. Mit der Axt kann ich lange auf die Steine kloppen. Was ist das hier? Provisorische Fackel. Ah ja, okay, wir haben eine Fackel. Gut, die Uhr sagt, wir haben 18.28 Uhr. Lass mal überlegen. Hier sind die Händler. Hier sind die wertvollen Gegenstände. Hier ist ein Portal. Stille. Vielleicht sollten wir uns in der Nähe von den Händlern erstmal einfinden.
Oh, Pilze. Also ich meine tatsächlich, wir könnten wieder hier oben auf so einem Berg bauen. Da hätten wir die Händler nicht weit weg. Oder da drüben, da ist eine Menge Wald. Aber eigentlich will ich ja noch gar nicht hier jetzt festbauen. Aber wir brauchen eine Unterkunft für die Nacht jetzt demnächst. Oh, da sind Wölfe. Gibt's hier also doch noch die Wölfe? Warum habe ich jetzt gestöhnt? Ist das jemand? Okay, dreimal Raubtierfleisch. Ich denke nicht, dass sich da irgendwas geändert hat bezüglich, dass es irgendwie verderben könnte. Das war ja bisher auch nicht so. Was gibt's hier? Pilze noch. Und liegen hier wieder irgendwelche. Das hat man doch immer an den Stellen. Auch so kleine Essenspakete und sowas gefunden. Sehe ich jetzt tatsächlich nichts. Okay. Da liegt ein toter Hirsch. Warum auch immer er gestorben ist, das Fleisch nehmen wir natürlich mit. So eine Art Tempel. Die Sonne steht aber noch relativ hoch tatsächlich. Gerade versucht hier zu springen, aber wir haben ja den Regenschirm noch nicht. Und daher sollten wir das lassen. Sehr schick hier an dem Wasserfall. Das mal war hier an Steinbau nicht so optimal. Gefühlt. Da sind wieder Wölfe. Okay, gleich wieder zerlegen hier. Eigentlich will ich nicht, dass sie hier Sachen einsammelt, so Fleisch und so. Ne? Das soll man aber nicht so genau steuern. Da hinten ist noch einer. Der wandert umher. Was haben die hier bewacht? Durchaus schick, aber ja, die sind mit ihrem Zelt da unten. Und hier oben hat man eine schöne Lichtung mit schöner Aussicht, so wie es aussieht. Und die Teile hier sehen auch geil aus.
finde, das hier ist eine ganz nette Stelle, um sich niederzulassen, oder? Haben wir Fundament schon erforscht? Haben wir noch nicht, ne? Da sind auch nochmal Wölfe, das ist aber nicht schlimm. So, können wir hier irgendwo unser Zelt aufstehen? Dann. Erstmal als erste Behausung gehen wir vielleicht noch ein Stück darüber. So, dann platzieren wir hier. Naja, wir brauchen das Baumenü, einen Schlafsack. Wieso kann ich das Zelt denn nicht fertig bauen? Hm. Ach, guck mal, ich kann hier, wenn ich mich schlafen lege, die Schwierigkeit einstellen. Und ich kann einstellen, wie lange ich schlafen will. Okay, das ist... Dann gucken wir mal eben. Den Steinhaufen wollen wir, denke ich, noch nicht. Rückzugsort. Aber die Kochstation wollte ich hier mal einmal eine hinstellen. Dann können wir nämlich hier die Quests weitermachen. Wir haben keine Steine. Das gefällt mir nicht. Das Messer muss darüber. Das haben sie auch ein bisschen geändert. Man sieht nicht mehr so auf Anhieb, welche Steine man klein hacken kann und welche nicht. Ne? Die integrieren sich besser mit der Umgebung hier. Glaube ich. Moment mal. Habe ich eben keine Steine gekriegt beim Zerhacken? Bin ich jetzt blöd? Ach, das sind Steinblöcke. Okay, Steine sind das hier. Also die Antwort auf meine Frage eben. Bin ich jetzt blöd? Ja. Gut, wir sind überladen. Kannst du vielleicht mal noch ein paar Steine und Steinblöcke nehmen und vielleicht auch noch ein bisschen Schwarzpulver und vielleicht auch irgendwie, kann ich auch die Hälfte übertragen, Stab ausschalten, also mit Shift-Taste, ja. Geht auch, okay. Die Knochen kann sie auch nehmen, mehr leid, aber Otti, du musst ein bisschen tragen jetzt. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier kochen können. Wir sollen gebratene Beeren und gemischte Pflanzen essen. Gebratene Beeren. Machen wir uns mal 5. So, und gemischte Pflanzen haben wir das Rezept noch nicht, ne? War das? Dann gucken wir mal hier bei Consumables. Salzsalbe, gemischte Pflanzen. Ah ja, kostenlos. Ein Wasner, Fleisch und rohe Beeren, das ist neu. Die geben 20 Ausdauer, 20 Sättigung. Das gibt maximale Gesundheit 25. Oh ja, das ist ein gutes Buff-Food hier. Das sollten wir mal lernen. Wilder Fisch brauchen wir noch nicht. Heilsalbe. Auch nicht so schlecht. Lernen wir auch mal. Okay. Also jetzt müssen wir auch
gemischte Pflanzen herstellen können. Zum Beispiel Pilze und Berberitze. Und halt mal zwei. Und Wassner haben wir jetzt auch noch. Fleisch und rohe Beeren. Da haben wir einige Ausdauer-Buffs schon, die wir uns geben können. Ist die Warteschlange hier? Ne, die gab es vorher schon. Die sah nur anders aus. Haben wir den Kram jetzt schon? Können wir das Feuer wieder löschen? Aber alles im Inventar, gebratene Beeren, gemischte Pflanzen. Wo ist dieses Bass, ne? Hier bei den Consumables. Ja. Kann ich das jetzt hier auf die Leiste packen? Nee, auch nicht. Ich muss quasi immer Q drücken und dann kann ich auswählen, was ich davon essen will, oder was? Scheinbar. Die hier kann ich da unten hin. Ne, auch nicht. Die konnte man vorher da unten hin. Aber kann ich das hier alles? Ne. So, wie komme ich hier raus, ohne was zu essen? Escape? Rechte Maustaste? Ne. Wenn ich einmal in diesem Rad bin, nochmal Q, dann ist das. Okay. Man kann quasi nicht abbrechen, wenn man einmal im Q-Rad ist. Jetzt habe ich sogar einen Heiltrank getrunken. Gut, wir legen uns jetzt mal schlafen, denn unsere Ausdauer sieht nicht mehr so voll aus. Essen sieht jetzt okay aus. Was sagt die Zeit? 21 Uhr. Wir könnten den Steinhaufen hier oben mal noch platzieren, denn ich finde hier oben wird ein schöner Platz. Einfach als Rückzugsort hier. Muss ja nicht hier oben sein. Ihn mal hier. Moment. So schräg hier, oder was? Okay. Bin es so, wie ich will. Kann man den später noch versetzen? Wahrscheinlich schon, oder? Bewegen. Naja, okay. Das geht. Ja, hier will ich auf jeden Fall später unsere bescheidene Bude stehen haben. Jetzt stellen wir hier einfach mal den Steinhaufen hin. Steine, Steinblock. Achso, wir haben nichts. Okay. Lotti. Steinblock. Holz und Steine. Ich will dich überladen. Okay, jetzt will er, dass wir Sachen freischalten. Das lassen wir jetzt mal noch. Ausrüstung, Inventar. Dort hier nimmst du nochmal den Kram hier an dich. Denn ich glaube, ich will als nächstes, bevor ich hier baue und Werkbänke und sowas freischalte, erst hier die Insel erkunden. Aber jetzt legen wir uns erstmal schlafen. Ich denke, die Sonne wird jetzt auch bald untergehen. Wir haben ein bisschen was gekocht und dann sehen wir uns an einem neuen Tag wieder. Ausruhen bis Morgengrauen. Auch so. Gute Nacht.